Am Samstag bringen die Leute von Nidau ihr altes Campingzeug, CDs und noch viel mehr ins Dispo. Nicht zum Entsorgen, sondern dass die am ersten Bring- und Holtag von Nidau vielleicht einen neuen Besitzer finden. Heute habe ich vor allem gebracht, DVDs und Spiele von meinem Plexo. Und so Sachen, sonst auch noch Sachen von ihm. Weil er hat jetzt einen Ruck gekriegt und hat sein Kinderzimmer komplett ausgeräumt. Und jetzt ist es das jugendliche Zimmer. Am Vormittag können die Leute ihre Sachen vorbeibringen. Die Helfer testen, ob die Gegenstände noch zu brauchen sind. Ab den 2 am Nachmittag können die Leute gratis die Sachen abholen. Und die machen beides. Ich habe gebracht eine Kreissäge und eine Brotbachmaschine. Sie sind schon weg? Ich weiss gar nicht. Die Brotbachmaschine ist noch da, die Kreissäge ist glaube ich weg, ja. Im Angebot sind zum Beispiel Textilien, Geschirr und sogar ein Briefkasten. Ich habe bei den Medien geschaut. Ich habe zwei Platten gefunden, sehr unterschiedlich. Satchmo, auch so ein Werk. Vielleicht ist es etwas, vielleicht ist es nichts. Eine russische Platte, rein aus Interesse, kann nichts lesen. Und eine uralte Platte vom Claude François, die mir eigentlich früher noch gefallen hat. Ich cherche rien en particulier, mais j'ai trouvé. Ich habe nichts Bestimmtes gesucht, aber ich habe eine super schöne Schachtel gefunden, in gutem Zustand. Für kleine Sachen drin zu tun, Schmuck und so. Das ist wirklich herzig. Und dann habe ich etwas von einer Glühbirne oder einer Lampe drin zu tun daheim. Es ist von C-Design und ist erst noch gratis. Das ist super. C-Design und gratis, c'est vraiment super chouette. Zusammen mit verschiedenen Vereinen, Parteien und dem Werkhof hat der Gemeinderat von Nidau diesen Tag auf die Beine gestellt. Wir haben relativ viel Abfall, den wir der Mühe zuführen. Der wird verbrannt oder vorher noch recycelt. Und eigentlich das Bewusstsein auch den Leuten also bewusst zu machen, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und dass wir mit Gegenständen, mit Sachen, die wir kaufen, dass wir dort einfach sorgsam und nachhaltig umgehen sollten. Wenn zum Beispiel die Brotmaschine von René Meyer am Schluss des Bring- und Holtag noch da ist, kommen dann Leute von der Brockenstube und dem Frauenverein vorbei und schauen, was sie noch verkaufen können. Den Rest tut die Gemeinde entsorgen. Und die Musik läuft auch nur so lange weiter, bis jemand die Stereoanlage und die Boxen abholen kann.